Erwache in deine Meisterfrequenz. Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Was bedeutet das für dich, Erwachen und Meisterfrequenz? Was ist der Mehrwert für dich, den du dadurch gewinnst? Und natürlich, wie können moderne Frequenzgeräte wie der Healy und der Mac Healy Beitrag für dich sein, für dich auf diesem Weg in deine Meisterfrequenz? Auf diese Fragen wirst du heute Antworten bekommen und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier live dabei bist und auch, dass du das Video später schaust. Du bist ganz, ganz herzlich willkommen. Wir werden dir heute unsere Erfahrungen mit auf den Weg geben, damit auch du in deine Meisterfrequenz erwachen kannst. Und wer sind wir? Das sind meine wunderbaren Healy-Teampartner Andrea Joho und Gerardo Lempe. Ich werde uns durch diese Runde, durch dieses Gespräch führen und ich stelle mich gerne zunächst einmal vor. Mein Name ist Dr. Med Kerstin Joost. Und ich bringe meine Erfahrungen als Schulmedizinerin, klassische Homöopathin, spirituelle Lehrerin, lichtvolle Heilerin und natürlich begeisterte, langjährige Healy-Anwenderin mit in diese Runde. Ich setze den Healy ein in meinen Coachings, in meinen Healy-Sessions und ganz ehrlich als erstes einmal jeden Morgen für mich selbst. Und aus meiner spirituellen Sicht ist der Healy genau das, was wir im Moment brauchen auf der Erde. Denn die Frequenzen des Healy helfen uns, unsere eigene Frequenz zu erhöhen und in ein neues Bewusstsein zu kommen. Auf dem Weg sind wir alle zusammen, bewusst oder unbewusst. Und ich möchte dir nachher zeigen, was für mich die allerwertvollste Anwendung ist bei den vielen, vielen Anwendungen des Healy. Zeige dir, was die Aura-Analyse dir für wertvolle Infos gibt auf deinem Erwachensweg. Und ich möchte dir auch einen Einblick geben in den kleinen, großen Bruder des Healy, in den Mac Healy. Das sind die Themen, die ich heute mitbringe. Ich möchte aber zunächst einmal meinen beiden Gesprächs- und Teampartnern das Mikrofon übergeben. Gerardo, bist du so gut und stellst dich vor, was hast du uns heute mitgebracht? Hallo zusammen, es freut mich, über Energien zu sprechen, über Frequenzen, Schwingungen. Und heute habe ich mitgebracht das Thema Frequenzen, also das bioenergetische Feld vom Healy, aber auch einen Impuls zu geben, was es bedeutet, nicht nur nach innen ein Wohlbefinden zu bekommen durch den Healy, sondern auch mit dem Mac Healy, was es bedeutet, den zu verstehen, diese Zusammenarbeit von elektrischer Kraft und magnetischer Kraft. Das ist, was ich heute mitbringe. Und wir sind ja umgeben von Feldern, von morphischen Feldern, morphogenetischen Feldern. Und da werde ich ein bisschen auch so den Impuls reingeben als Quantum-Schamane, der unterschiedliche Welten auch bereisen kann. Und wir haben ja ein Produkt, ein Unicorn-Produkt, was einmal das Biofeld, das werde ich kurz ansprechen, und das magnetische Feld und wie das zusammenwirkt und was wir damit machen können. Also das sind Fahrzeuge, ich bin schon begeistert, ich freue mich schon, den einen oder anderen Impuls zu geben, auch aus unseren langjährigen Erfahrungen jetzt. Ja, ich glaube, wir feiern jetzt das dritte Jahr jetzt mit dem Healy. Das ist, was ich mitbringe. Ja, das ist super, Gerardo. Da haben wir also schon mal die physikalische Grundlage, ja, dass ihr noch mehr verstehen könnt, was ist das eigentlich, so ein Frequenzgerät, was bieten der Healy und der Mac Healy. Und wir haben noch viel mehr für euch im Köcher und ich bitte jetzt die wunderbare Andrea Joho. Stell du dich doch gerne auch vor, was hast du heute mitgebracht? Ja, hallo zusammen, auch ich bin Healy-Anwenderin und finde dieses kleine Gerät wirklich magical. Ich komme wie Kerstin aus der Schule. Ja, Therapie, ich bin Physiotherapeutin, habe jahrelang auf der Körperebene gearbeitet, aber als sehr feinfühliger und sensitiver Mensch einfach gespürt, dass da mehr ist und dass ich auch mehr empfange. Und als ich dann den Healy kennengelernt habe, war das für mich ein wunderbares Werkzeug, diesen einzusetzen und eben auf energetische Weise mit Frequenzen, mit Schwingungen zu arbeiten, weil wir alle
Energie sind und eine Schwingung haben. Und je mehr wir uns in eine hohe Schwingung bringen, je mehr flutscht es auch so. Und ich bringe mit den bioenergetischen Support und auch die mentale Balance, wo es darum geht, einerseits dich auch auf Zellebene zu unterstützen, dass da alles gut vorbereitet ist, dass du dich gesund, vital und wohl, also ja, gesund, vital und wohl fühlst, doch, das kann man schon so sagen, und die Kohärenz, was es bedeutet, wir in der Verbindung, also dieses Quantenfeld, dass wir nicht getrennt sind, sondern eben miteinander schwingen, wie wir uns gegenseitig beeinflussen und auch potenzieren. Und das geht in diese Richtung wie auch in die andere Richtung. Und für mich ist es natürlich ganz wichtig, dass wir da eine schöne, gesunde Welt zusammen kreieren und daraus schöpfen. Und das bringe ich heute mit. Herzlichen Dank, Andrea. Ihr seht also, es erwartet euch wirklich reichlich viel. Und das passt so zum Healy und zum Mac-Healy, weil ich sage immer gerne, es ist eine Schatztruhe, eine Frequenzschatztruhe, in der es so viel zu entdecken gibt. Und gleichzeitig ist die Anwendung so, so, so einfach. Und du wirst gleich ein paar Basics zum Gerät selber erfahren. Ich gebe dir jetzt aus meiner Sicht ein paar Grundlagen, die ebenso wichtig sind, zum Verständnis, warum der Healy jetzt genau in die Zeit passt und warum er genau jetzt so eine Bereicherung für uns alle ist. Erwache in deine Meisterfrequenz. Was bedeutet erwachen? Das kann man auf verschiedene Weise definieren und erklären. Ich sage dir, was für mich etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Erwachen bedeutet, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind. Erkenne, wer du wirklich bist. Und das bedeutet, dich frei zu machen von vielen Sachen, die du nicht bist. Und du sagst vielleicht spontan, oh, ich bin immer ich. Ich bin ganz authentisch. Ich kenne mich doch seit 40 oder 50 Jahren. Und das ist gut möglich. Es ist aber auch gut möglich, dass du dich selber noch gar nicht richtig entdeckt hast. Denn du bist eine Seele in einem Körper, die auf die Erde gekommen ist, um Erfahrungen zu machen. Und ein Teil dieser Erfahrungen besteht darin, dass Menschen dir gesagt haben, was du nicht kannst, was du nicht darfst, was du nicht sollst, was verboten ist, was man nicht macht, etc. Du hast auch Erfahrungen gemacht und hast Dinge probiert, die nicht geklappt haben. Du hast Enttäuschungen erlebt, das haben wir alle. Das ist die menschliche Erfahrung. Und all diese Erfahrungen haben eine Tendenz, in unserem Energiefeld zu bleiben. Und sie bilden wie ganz viele Schleier oder ganz viele Schichten um unseren leuchtenden Kern. Und dieser Kern ist unsere strahlende Seele. Stell dir einmal vor, du bist Licht, du bist unendliches Bewusstsein. Du bist ein Funken der Schöpferkraft. Und du leuchtest in Wirklichkeit so hell wie die Sonne am Himmel. Wenn du aber in den Spiegel guckst, kann es sein, dass du da nur so ein müdes Schimmern siehst. Und das kommt eben durch die vielen Schichten von Einschränkungen, Glaubenssätzen, Erfahrungen, Traurigkeit, Kummer, Schmerz etc., die dieses Licht verdunkeln. Und schlussendlich verlierst sogar du es aus den Augen. Was enorm schade ist. Denn dieses Licht bedeutet auch, du hast unendliche Fähigkeiten. Du hast Talente. Du bist einzigartig, absolut einzigartig. Du hast unendliche Power, Möglichkeiten, Kreationskraft. Und das vergessen wir oft unter all diesen Schichten, unter all diesen Mauern, unter all diesen Hüllen. Und erwache bedeutet aus meiner Sicht, erkenne, dass du Licht bist, dass du ein Teil der Schöpferkraft bist
und befreie dich von all dem um dich herum. Und all das um dich herum ist zum Glück nichts Fixes. Es ist nichts fix, sage ich immer gerne mal so ganz salopp, denn alles ist Energie. Du bist auch Energie und all diese Hüllen sind ebenfalls Energie. Und die kannst du auflösen. Das ist ein Prozess und den nennen wir Erwachen. Schritt für Schritt befreist du dich von diesen Hüllen, von fremden Energien, von Traumata, von Glaubenssätzen. Und das ist eine Wahl, die du in jedem Moment treffen kannst. Und wie wäre es, wenn heute, wenn jetzt der Moment ist, wo du wählst, jawohl, ich möchte endlich ich selbst sein. Ich möchte mein volles Potenzial leben. Ich möchte in unglaublicher Freude, Freiheit, Leichtigkeit, Reichtum, Schöpferkraft leben. Und wenn du dir selbst das erlaubst, genau jetzt, diese Möglichkeit hast du immer. Wir haben im Moment so viele kosmische Einflüsse, zum Beispiel die Energie des Neumondes heute, wo wir aufnehmen am 21. Januar 2023. Und wie wäre es, wenn du diese Energie nimmst als Unterstützung? Heute beginnt etwas Neues. Heute beginne ich zu strahlen, jeden Tag ein bisschen mehr. Und ob du es glaubst oder nicht, genau dafür wurde der Healy in die Welt gebracht. Denn der Schöpfer, das Hirn, die kreative Kraft hinter dem Healy, ist ein Mensch, der Physiker und spiritueller Lehrer, Heiler in einem ist. Und er hat gesehen, dass wir genau jetzt diese Unterstützung brauchen, um uns auf ganz leichte Weise von all diesen Hüllen, Schichten, Verdunkelungen zu befreien und zu erwachen. Aus einem Schlummer, aus einem Schlaf und auch aus einer Illusion, dass wir so klein sind. Und dabei hilft der Healy uns wirklich enorm. Was bedeutet denn Meisterkraft? Das möchte ich noch kurz ergänzen. Eine Meisterin, ein Meister nimmt sein Leben in die Hand. Ein Meister setzt sich auf den Regiestuhl seines Lebens und sagt, da möchte ich hin. Ich möchte mein volles Potenzial leben und zwar zum Wohle aller. Und dieses höchste Potenzial darf man natürlich erst einmal entdecken oder man bittet um Hilfe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall setzt man eine Intention. Man trifft wieder die Wahl. Ich lasse mich nicht regieren, sondern ich übernehme die Regie. Ich bin jetzt eine Meisterin in meinem Leben. Oder ein Meister. Und genau dabei hilft der Healy auch, indem er dich nämlich befreit von Glaubenssätzen, die du unbewusst gespeichert hast und die dich unbewusst immer wieder auf Schienen führen, wo du gar kein Meister bist. Kennst du das Gefühl? Immer wieder wiederholen sich Sachen und eigentlich spürst du, du willst doch was ganz anderes. Alles ist Energie und auch das kann man mit dem Healy wirklich auflösen. Und warum das so leicht geht, dazu wird uns Gerardo jetzt etwas erzählen. Erinnere dich daran, dass nichts fix ist. Alles ist Energie, alles ist Frequenz und alles kann verändert werden. Und ich übergebe jetzt gerne Gerardo das Mikrofon. Gerardo, erzähl uns doch ein bisschen mehr zu diesem Hintergrund. Gerne. Ich fange einfach mal an mit der Healy-Mission. Ich finde das ganz gut, um fortzuführen, was du gesagt hast. Ich teile jetzt gerade meinen Bildschirm. Und ich hoffe, dass es zu sehen ist. Ist es zu sehen, ja? Ganz gut. Okay, Daumen hoch. Ja, danke dir. Danke euch. Und hier möchte ich mal was hervorheben, und zwar die Healy-Mission. Und zwar genau das Thema Freiheit. Die Selbstermächtigung, die Lebensfreude, die Lebensenergie, diese Prana, dieses Chi, dass das wieder zurückkommen darf zu uns. Und wenn man so eine starke Mission hat und auch eine starke Vision hat, dann ist das schon mal sehr wichtig, dass das nach vorne geht. Ich fixiere mich mal gerade hier auch. Bin ich groß zu sehen oder ist da die Marie Lou bei mir? Ich weiß nicht.
Ach so, machen wir das mal. Sorry, jetzt bin ich fixiert auf dem Schirm. Alles geht um Energie und heute ist mein Part Physik. Ja, Physik macht mir Spaß. Ich habe ja Leistungskurs Physik gemacht und schon ein paar Jahre her im Abitur. Und dann ging es immer darum, mein Lehrer hat immer gesagt, Herr Lempe, bitte keine Wechselwirkung. Und genau das habe ich mir eingeprägt und heute geht es um Wechselwirkung. Denn wir sind immer in Interaktion mit allem. Verändere ich mich, verändert sich woanders auch was. Und wir beginnen mal bei uns. Und das Schöne ist, ich habe hier meine Healys. Und so ein Gerät ist ein Unterschied. Natürlich kann ich auch als Schamane zu Fuß laufen durch den Regenwald. Aber die Schamanen sind schlau. Die benutzen zum Beispiel auch einen Jaguar, um schnell beim Klienten, beim Patienten zu sein. Ich kann auch ein Fahrrad benutzen. Ich kann auch ein Auto benutzen. Ich kann auch einen Helikopter benutzen. Und so können wir das auch sehen, dass, weil mich viele fragen, ja, du als Schamane bräuchtest das nicht. Aber der Healy ist jetzt entwickelt worden und das möchte ich ein bisschen zeigen, um uns in diesen morphischen Feldern mehr Möglichkeiten zu ergeben. Ich beobachte es schon seit über 20 Jahren, jetzt mal schon 23, im Jahr 2023. Und jetzt ist die Technologie so weit, dass wir damit mehr machen können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die ganzen Telefonhäuschen, die ein oder anderen, die neue Generation natürlich nicht mehr. Und alles hing mit einem Kabel zusammen. Ich weiß noch, wenn ich unterwegs war, zum Beispiel in Südamerika, in Kolumbien, dann musste ich irgendwo hingehen und mich verbinden lassen über ein Überseekabel. Heute läuft das viel über Satellitentechnik. Selbst im Urwald bin ich mit einem Handy, kann ich empfangen, also habe ich einen Empfang. Und dieses Zusammenspiel zwischen dem Smartphone und Healy, das ist interessant. Wir nutzen Technologien im Alltag und fragen gar nicht mehr drum, wie sie funktionieren. Wir fahren ein Auto, fragen gar nicht mehr, wie so ein Auto funktioniert, es sei denn, man ist Kfz-Meister. Und als Schamane weiß ich ganz genau, und auch meine Frau Carmen, dass wir praktisch zusätzlich unseren Fähigkeiten auch den Healy nutzen, weil er einfach genauer arbeitet oder länger arbeitet, wir die Zeit nutzen können, ja, die Intensität nutzen können. Und da möchte ich euch mitnehmen zu dem Healy und den Frequenzen, dass man es ein bisschen so einen Hintergrund versteht. Ich übertrage mal die Seite. Gut. Die Healy-Edition, das gibt es ja ganz viele, die wir haben, 4 oder 5, zur Harmonisierung des bioenergetischen Feldes mit individualisierten Mikrostromfrequenzen, ja, abgekürzt EMF. Da möchte ich heute was drüber sprechen. Hier der Disclaimer, es gilt auch hier für dieses Video allgemein und auch für Aussagen, die damit zusammenhängen, weil ich sehr stark den Healy auch einsetze im Thema Business. Und das ist sehr individuell, was man damit machen kann, auch in der Veränderung des eigenen Geschäftes. Denn Business ist auch, ja, auch Energie. Ja, Geld ist auch Energie. Und das setze ich hauptsächlich ein. Heute möchte ich es nochmal hier zeigen. Ist gut zu sehen. Mal ein bisschen größer. So. Healy und MagHealy, diese Kombination aus elektrischer Kraft und das magnetische Feld sind zwei sich ergänzende Aspekte wie Yin und Yang. Und das merke ich immer mehr in unseren Coachings, wenn wir beides reinbringen. Sowohl die weibliche Energie, das Empfangene, also wir können in der Ruhe, wenn wir keinen Stress haben, mehr empfangen, ja? Relaxed and received. Und der Healy hilft immer wieder, auch immer wieder die ganzen Störfelder zu entdecken und dann aber wieder zurückzuschreiben. Und das ist etwas, dieses Rewriting, werde ich nochmal genauer zeigen, wie interessant das ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich weiß noch, die Kassettenzeit und den Walkman habe ich schon mitbekommen. Vielleicht erinnert sich noch jemand an die CD. Ja. Am Anfang konnte man sie nur einmal beschreiben. Und dann gab es eine CD, die hieß dann CD-RW, ja, dass man sie, also Rewriting, also man konnte sie überschreiben, auch eine CD. Ja, vom Band bis hin zur CD. Und es gibt viele Beispiele, wie wir praktisch in der Technologie erfahren haben, dass wir die Selbstermächtigung bei uns bekommen haben. Dass wir, wer sich noch an die Schallplatte erinnert, die war nicht beschreibbar gewesen, aber dann hatten wir CDs, die auch beschreibbar sind. Und so muss man es auch vorstellen beim Healy. Wir haben Werkzeuge bekommen, die wieder zurückschreiben. Aber bleiben wir hier nochmal bei diesen interessanten Elektro- und auch magnetischen Feldern.
Der Mac-Healy ergänzt den ursprünglichen und sehr erfolgreichen Healy, das ist jetzt dazugekommen, und zusammen bilden sie eine Synergie, wie ein Orchester, das eine Sinfonie der Frequenzen spielt. Der Healy konzentriert sich auf die bioenergetische, also auf das bioenergetische Feld des Menschen und fördert das innere Wohlbefinden. Also wir können sagen, der Healy steht jetzt als für das I am, für dieses innere Weltbild, für das innere Wohlbefinden. Und der Mac-Healy spricht dein Umfeld durch ein pulsierendes Magnetfeld an, das darauf abzielt, deine äußere Umgebung zu harmonisieren. Ich habe es auch als Quantum-Schamane so übertragen, auch in meinem Business und für meine Kunden. Veränderst du deine inneren Ansichten, wen du haben möchtest, mit wem möchtest du in Resonanz gehen, auch mit den Kunden, das verändert das Äußere. Deine äußere Sichtbarkeit verändert sich. Und dieses Zusammenspiel ist weltweit einzigartig und das noch aus einer Firma heraus, der Healy World. Wir bestehen ja nicht nur, ich sag mal, wir bestehen ja aus Haut, Knochen, Muskeln, aber wenn man genauer hinschaut, sind das mehrere Schichten. Das sind die Gewebe und Organe, die Zellen, Moleküle, die Atome, die subatomare Teilchen. Und irgendwann kommen wir auf dieses Thema Energie, Frequenz und Schwingung ins Informationsfeld. Und in dem Jahr 1989 konnte ich einen Biologen eine Woche lang begleiten, eine Woche lang, das geht heute gar nicht mehr. Und zwar, vielleicht kennt der ein oder andere Rupert Sheldrake. Wenn er den kennt, könnt ihr ruhig in den Chat eine 1 reinschreiben. Rupert Sheldrake, ein Biologe, und der hat mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel das Gedächtnis der Natur. Und ich war eine Woche bei ihm, war da in Todtmoos in der Nähe, im Schwarzwald, und hat über morphische Felder gesprochen. Er nennt es morphische Felder. Morphogenetische Felder, Vorformungsfelder, Morphogenese. Ich war so beeindruckt gewesen, schon damals, dass es Informationsfelder gibt. Heute haben wir den Healy und für mich bedeutet das, dass wir in diese Quantenfelder, in diesen feinstofflichen Feldern auch etwas scannen können, wahrnehmen können, aber auch zurückspielen können. Und jetzt wird es interessant, weil wir eigene Affirmationen wieder zurückspielen können. Wir können in Resonanzfelder reingehen, wo wir nichts haben, also ein Nullpunkt-Energiefeld auch haben. Und aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass es unterschiedliche Felder gibt. Und diese Informationsfelder, wie morphogenetische Felder, eine Katze hat ein anderes Informationsfeld als Beispiel als eine Pflanze. Und das ist interessant, die Qualität der Informationsfelder erstmal überhaupt wahrzunehmen. Und im Anschluss, es gibt da so viele Programme und so viele Menschen, die dazu beigetragen haben, ihre morphischen Informationen, in Information steckt da drin das Wort Form, in den Healy reinzubringen. Und dann haben wir über 230, jeden Tag kommen neue dazu, die man auch dazu buchen kann, Felder, Frequenzen. Und jedes dieser Informationsfelder bereichert uns. Also das ist mal super interessant, dass wir Informationsfelder wie immer doch hinzufügen können. Jetzt gehen wir nochmal weiter. Und werden wir uns mal kurz dieses Informationsfeld anschauen. Und der Markus Schmieke spricht hier vom bioenergetischen Feld. Und das Schöne ist, dass wir beides haben. Wir haben einmal die Ebene der 3D, des Körpers, die Ebene des Körpers. Das können wir hier auch mit Mikrofrequenzen machen, also auf der zellularen Ebene, auf der körperlichen Ebene. Und wir haben auch das sogenannte, also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, das Thema Qi, Prana, die Lebensenergie, das feinstoffliche Feld und zwischenzeitlich ist das in der Physik ganz normal, dass wir hier praktisch sprechen auch von diesen Energiefeldern oder von dieser Quantenebene. Wissenschaftlich ausgedrückt, ein Informationsfluss auf der Quantenebene. Dafür gibt es besondere Module auch. Ich nehme nur eins mal raus, dieses Chakrenmodul, ein Aura-Modul, wo wir sichtbar machen können. Das Feld, unser eigenes Feld zum Beispiel, oder so ein Projekt. Das ist dann die Praxis. Aber wir haben hier eine Verbindung und für mich ist der Healy eine Schnittstelle zwischen der, lass mal Dreidimensionalität, auch von mir aus auch mit der Zeit, also die Vierdimensionalität in höhere Felder, bioenergetische Felder. Und das ist gelungen jetzt technisch. Man muss es ausprobieren. Also für mich ist das jetzt nach, sage ich mal, 23 Jahren Entwicklung, ist das gelungen, dass wir hier einen Quantensensor haben, der eine Schnittstelle ermöglicht.
Ich finde das nochmal ganz wichtig, dass wir einen Tesla nochmal reinbringen. Wenn du die Geheimnisse des Universums ergründen möchtest, ja, denke in Begriffen wie Energie, Frequenz und Schwingung. Und Markus Schmieke, der Gründer, es lohnt sich, das nochmal vorzulesen, weil hier steckt sehr viel drin. Alle Materie besteht aus Energie, die in verschiedenen Frequenzen schwingt. Daher basiert die Technologie von Healy aus seiner Überzeugung auf elektromagnetische Felder. Und Elektro, der Healy, und magnetisch jetzt auch mit dem Mac-Healy, ja, Magnetismus, die in Quanten analysierten Frequenzen schwingen. Also es geht hier um die Frequenzen. Also Stress ist auch eine Art Frequenz. Unsere Stimmung sind Frequenzen. Und wir können diese Frequenzen wahrnehmen, kann jeder wahrnehmen, und auch sichtbar machen. Und mit dem Healy gibt es die Möglichkeit der Interaktion. Ja. Den Körper mit den Informationen der Energie zu versorgen, die er braucht. Und jetzt kommt es. Hier steht es auf Englisch, aber hier nochmal auf Deutsch. Um seine eigene energetische Selbstorganisation und Selbstreparatur zu harmonisieren. Also hier findet eine Korrektur statt, eine Aktivierung der Selbstorganisation. Diese spezifischen Frequenzen können das bioenergetische Feld des Körpers in einen Zustand höherer Ordnung bringen, der sich in ganzheitlicher Gesundheit, Wohlbefinden und Vitalität manifestiert. Ja, danke nochmal hier an Markus Schmieke, dass er nicht nur darüber philosophiert, sondern dass wir jetzt das auch als tragbares Gerät auch haben. Als Weiterentwicklung, als Innovation, weltweit einzigartig und noch aus Deutschland jetzt, ja, wenigstens mal eine Innovation, die jetzt wieder aus Deutschland kommt. Ja, ich komme kurz mal zu euch und dann, ich habe nur noch zwei Folien. Mich begeistert das, dass etwas, was philosophisch ist, in Technologie umgesetzt worden ist. Man kann natürlich, so wie ich, auch ohne Technik auch auskommen. Aber wieso soll ich dann zu Fuß gehen, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt der Transformation und vor allen Dingen der Technologieentwicklung zum Wohle für uns selbst? Noch hier nochmals ein ganz wichtiger Aspekt nochmals, was der macht, der Healy, diese individualisierte, also wirklich auf die Person zugeschnittene Mikrostromfrequenzenanalyse. Er geht ins Feld rein, also ins Quantenfeld, vom bezogen auf ein Projekt, bezogen auf, man kann Gebäude und so weiter auch analysieren. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten, etwas zu analysieren. Und die Frequenzen im Informationsfeld holt er sich raus, die dazu gerade gebraucht werden. Soweit, so gut. Analysegeräte gibt es genug, den Ist-Zustand wahrzunehmen. Ob das die Aura ist oder jetzt das Coaching-App-Modul ist, in welchem Bereich auch immer. Für mich ist das Allerspannendste, ist das Zurückspielen. Appliziert bedeutet das Verabreichen, das Anwenden, ja, für mich mehr so das auch das Rückschreiben. Und zwar mit einer gewissen Intelligenz genau an der richtigen Stelle und nicht nur an einer Stelle. Wir haben ein Gerät, das kann an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten. Und da sind wir nämlich bei einer Faszination. Und diese individualisierte Rückspielung ins bioenergetische Feld, das macht dann das ist einzigartig, muss man ausprobieren. Und dafür gibt es auch viele Möglichkeiten, denn wir können das auf unterschiedlichen Ebenen machen, physisch, mental, emotional, in den Meridianen, in den Chakren, auch für Lernen, für Beauty, für Fitness, für Wohlstand. Also da gehe ich mehr rein immer mehr in das Thema als Quantum-Schamane, zum Thema Wohlstand, ja, in Verbindungen, Beziehungen, in der Produktivität. Einzigartig, das ist das Fahrzeug, was wir haben. Und einfach mal selber ausprobieren und nutzen. Ja? Das ist so meine Anregung. Damit bin ich mal durch mit meinem Part. Ja, ich spürte schon die Faszination noch dahinter. Einfach mal selbst austesten. Nicht nur testen, sondern integrieren ins Leben. Seitdem der Healy mich erobert hat, sprichwörtlich, ist es ein Bestandteil in unserer Familie und auch bei unseren Tieren. Dankeschön. Ja, Gerardo, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist immer wieder schön einzutauchen in die Grundlagen. Man muss gar nicht alles verstehen, man spürt es aber. Da liegt genau die Zauberkraft und da liegt auch dieses Unbegrenzte an Möglichkeiten. Denn Frequenzen haben keine Grenzen und das ist genau das, was wir im Moment ja wollen. Wir wollen über gedachte Grenzen hinaus. Und da sind so innovative Geräte wie der Healy und der Mac wirklich genau das Richtige. Und ich habe mich sehr zu Hause gefühlt bei deinem Begriff von Vermittler zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Das habe ich auch so empfunden. Ich bin Schulmedizinerin. Ich habe früher mit
Tabletten gearbeitet, mit Dingen, die man nehmen kann, schlucken kann, anfassen kann. Dann bin ich zur klassischen Homöopathie, da ging es schon um Energie. Und da gab es die Zuckerkügelchen als sichtbaren Teil, die die Frequenzen transportiert haben. Und dann bin ich zur Spiritualität gegangen und habe sehr viel im energetischen Bereich gearbeitet, mit Lichtheilung. Und ich merke, manche Menschen haben einfach noch gerne etwas, was man sieht, was man anfassen kann und was man eben selber anwenden kann. Dass man nicht jedes Mal zu einem Coach, zu einem Therapeuten gehen muss, sondern man möchte jetzt vermehrt selber machen auf seinen Regiestuhl. Und wir haben mit dem Heli tatsächlich etwas, was man sehen und anfassen kann und was diese energetische Arbeit eben leistet. Ja, jetzt übergebe ich sehr, sehr gerne an Andrea Joho. Magst du dich vorstellen und uns dein Geschenk mitbringen in diese Runde? Ja, vorgestellt habe ich mich schon kurz, aber ich erkenne mich natürlich genau auch ja, in dem, was du erzählt hast. Ich sage auch immer, ich bin die Brückenbauerin zwischen der therapeutisch-medizinischen Welt und der energetisch-spirituellen Welt. Und der Heli ist für mich genau eigentlich dieses Bindeglied und darum sagt es mir so zu. Und was ich auch ganz schön gefunden habe, Kerstin, es geht um diese Eigenverantwortung, dass man eben etwas selber machen kann. Ich mag mich erinnern als Physiotherapeutin, dass ich immer wieder gehört habe, ja, der Arzt hat mich geschickt, ich habe halt eine Verordnung, jetzt bin ich hier, machen Sie. Und diese Haltung, die hat auch dazu geführt, dass ich heute als Body-Mind-Spirit-Coach unterwegs bin und eben sage, ich verbinde beides und ich möchte mit Menschen arbeiten, die sich selbst befähigen und viel Unbewusstes ins Bewusste bringen wollen. Und genau der Heli macht das bei mir auch tagtäglich. Also er ist ein Werkzeug, das ich in meine Tagesroutine eingebaut habe, für mich selber, damit ich eben auch mich wohl, gesund fühle und erkenne, wo ich immer wieder anstehe, wo ich immer wieder blockiert werde. Und dasselbe nutze ich auch für meine Kunden in der Einzelbehandlung auf Körperebene, aber auch in meinen Coachings, weil wir ja eben diese verschiedenen Schichten sind, wie wir das gesehen haben, vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen. Ja, und während ich jetzt hier so am Erzählen bin, habe ich heute den Heli auf Zellebene angewendet. Bei mir läuft aktuell ein Programm, das nennt sich Kohärenz. Und was ich an dem so schön finde, es ist etwas Verbindendes, das eben auch ganz viele Anwender, und davon gibt es schon Millionen weltweit, diesen Heli zeitgleich nutzen können mit dem gleichen Programm, das heißt mit der gleichen Information. Und das tragen wir, jeder Einzelne, ins Quantenfeld. Und ihr erinnert euch an die C-Zeit, wo da auch viel Trennung, Spaltung, Unsicherheit, Ängste im Feld waren. Und Markus Schmicke war es so wichtig, dass wir uns eben in eine positive Energie, in eine gute Schwingung bringen und dass wir das Feld halten. Und wir hatten zeitgleich weltweit diesen Heli eingesetzt. Und das lässt sich natürlich auch im Kleinen machen. Während diese Kohärenz hier bei mir läuft, ist ein Programm, das ich immer sehr gerne anwende, für mich, für mein Wohlbefinden, einfach für meine innere, seelische und mentale Ausgeglichenheit. Weil was Kohärenz heißt, es ist eine Koordination, es ist ein Zusammenschwingen von Atmung und Herz im gleichen Rhythmus. Und das gelingt nur schon, wenn du deine Hand auf dein Herz legst, ruhig atmest, deine Gedanken mal stoppst, geht das in Schwingung, in Gleichklang. Und ja, wir stecken ja auch andere an, also wir sind ja miteinander verbunden und so eben, ich habe es gesagt, können wir in die eine Richtung, in die andere Richtung, wenn da immer viel Stress vorhanden ist, dann macht das auch was mit uns. Und wir haben es eben in der Hand zu wählen und der Heli ist für mich ein Werkzeug, dass wenn ich spüre, ich brauche jetzt auch gern Unterstützung, dann schnalle ich den mir an, wähle aus der App
auf Zellebene ein Programm, zum Beispiel aus der bioenergetischen Supportikohärenz. Und das beruhigt das Herz, das gibt Verbindung, wir kommen sofort wieder in Verbindung mit uns, und wenn wir mehr in Verbindung sind mit uns, sind wir auch wieder zugänglich in Verbindung zu unserem Gegenüber oder zu unserem, ja, allem Sein. Auf Zellebene sieht das dann so aus, dass es eine Synchronisierung des sympathischen, parasympathischen Nervensystems gibt. Das hat Einfluss auf die Atmung, auf die Verdauung, auf das Schlafverhalten. Und Joe Dispenza nennt das dann auch so der Tango zwischen Herz und Hirn. Ich finde das ganz schön, so dieses eben geben, nehmen und immer wieder in Balance kommen. Das Schöne ist, es gibt eine klare Intention für den Körper und unser Hirn, das auf eine neue Zukunft konditioniert. Dein Blutdruck wird reguliert, das Nervensystem verbessert, der Hormonhaushalt kommt in Balance und du spürst, dass du eine höhere emotionale Verfassung hast und dass das unabhängig ist von äußeren Bedingungen. Und früher, das hat auch damit zu tun, dass ich eben sehr feinfühlig bin und ich vieles aufnehme, immer, jetzt muss ich mich so verhalten. Und es geht darum, dass du eben in deine Kraft kommst, wer du bist, und da in dir diese Stabilität und diese innere Einheit fühlst. Und du hast dann auch einen höheren Zugang zu deiner Intuition und ein besseres Verständnis von deinem Selbst und so auch gegenüber den Mitmenschen. Also ich schöpfe oder schärfe meine geistige Klarheit, auch meine Entscheidungsfähigkeit, und diese Herzkohärenz entsteht durch das Kultivieren, Praktizieren und Beibehalten von höheren Emotionen wie Dankbarkeit, Wertschätzung, Inspiration, Freude, Frieden, Liebe. Wir kennen sie und wir wissen, dass wir das alle anstreben. Ja, und das gibt einfach eine gesündere Beziehung. Also nicht nur ein gesundes Fühlen, sondern auch diese mentale und seelische Gesundheit. Und ich finde das schön, dass eben dieser Healy nicht nur, das macht er auch, also er hat auch Schmerzprogramme und Fitnessprogramme und die ganzen Meridiansysteme und Organe, was hier unterstützt, aber eben auch die mentale Balance. Und jetzt habe ich über die Herzkohärenz gesprochen, was ich auch sehr gerne mache. Das Tolle ist, ich muss ja nicht meditieren gehen oder in die abliegen und darf nichts machen. Dieser Healy, den nutze ich, während ich am Computer bin, während ich koche, während ich Auto fahre. Also der ist klein und handlich, den kann ich immer mitnehmen. Ich brauche nur etwas, das ihn steuert. Und das ist ein Smartphone, und wissen wir selbst, haben wir meist immer zur Verfügung. Und so dann eben auch aus der mentalen Balance, wie zum Beispiel innere Stärke oder innere Einheit, Seelenwohl. Und jetzt gibt es noch ein neues Programm, das nennt sich der Soul Cycle. Also da geht es ganz bewusst um dieses Seelenwohl und um diese Verbindung. Es geht darum, dass wir uns nicht in diesem Gespaltensein, aus diesem Gespaltensein hinaus handeln, sondern dass wir stattdessen Emotionen fühlen, die uns mit Energie aufladen und wieder dieses Gefühl der Ganzheit, Verbundenheit und Einssein, ja, gibt. Und mir ist das ein hohes Anliegen. Ich bin ein Mensch, der positiv in die Welt wirken möchte und auch diese Verbundenheit zu Mensch, Natur und Kosmos, alles was ist, dass wir da eben diese Welle surfen. Es ist alles da, es steht uns zur Verfügung. Wir dürfen erwachen. Und mit dem Healy, wie Gerard es schon gesagt hat, geht es schneller, effizienter und so. Also es, zeitgleich. Und das ist eben diese Magie, die ich noch mehr möchte, also die ich noch mehr integrieren und leben möchte. Und er ist eigentlich sehr
einfach zu handhaben. Es gibt einen Ein- und Ausschaltknopf und viele Programme, aber die Möglichkeiten, die sind unendlich und auch da bin ich immer noch am Ausprobieren. Gerne gebe ich zu dir, Kerstin, weil ich weiß, mit der Aura-Analyse auch etwas, was ich jeden Tag mache für mich, eines meiner Lieblingsprogramme, dass du das vorstellst. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Andrea. Deine Begeisterung hat mich auch nochmal angesteckt. Ich bin schon begeistert, aber es ist immer so schön zu spüren, dass wir ähnliche Dinge erleben und dass uns auch ähnliche Dinge wertvoll und wichtig sind. Und das ist wirklich etwas, was uns verbindet auch. Und Meisterschaft habe ich am Anfang definiert, wie ich entdecke mich, ich entdecke mein Licht. Es geht aber gar nicht nur um mich, sondern es geht ums Ganze, es geht um die Gemeinschaft. Und das ist eben der zweite Teil dieses Begriffes Meisterschaft, ist zu erkennen, dass wir alle eins sind. Wir sind alle eins. Und wenn ich meine Frequenz erhöhe, erhöhe ich automatisch die Frequenz von allem um mich herum. Und das ist etwas, was wirklich enorm wertvoll ist und wo ich den Heli unendlich schätze. Ja, wir haben schon gehört, der Heli wird gesteuert über Apps und ich möchte jetzt gerne einmal euch zeigen, welche Apps es gibt. Ich zeige sie euch nur, dass ihr sie einmal gesehen habt. Es ist überschaubar, 3 Apps stehen uns zur Verfügung. Und ich möchte dann mit euch in eine Aura-Analyse eintauchen und mal für alle, die jetzt live dabei sind und auch später dieses Video sehen, eine Aura-Analyse machen. Denn da komme ich genau an die Themen ran, die mir möglicherweise gar nicht so bewusst sind und die ich lösen möchte. Schauen wir uns das doch gerne mal an. Also, wir haben hier, das muss ich kurz mal wegschieben, so, wir haben hier die 3 Apps. Es gibt eine Advisor-App, wo man über eine Suchfunktion Themen eingeben kann, körperliche Beschwerden, Blutdruck, Schlafen etc. Und der Heli gibt dir Empfehlungen, welche Programme dafür hilfreich sind und unterstützend. Also eine Art Archiv, ein medizinisches Frequenzarchiv, das du über eine ganz einfache Suchfunktion öffnen kannst. Dann gibt es die Rosa-App, von der Andrea gesprochen hat. Wir nennen sie Rosa-App, die gibt es inzwischen in dieser neueren Version. Zeichnet sich aus durch die rosa Farbe, darum hat sie immer noch so ihren Namen und sie heißt Heli2-App, wer sie noch nicht kennt. Darüber können wir zum Beispiel die Programme für Kohärenz und mentale Balance aufrufen und noch viele mehr. Ich öffne jetzt die Heal Advisor Analyse App, denn wir wollen ja mal eine Analyse machen. Denn wie Gerardo uns schon erzählt hat, der Heli kann nicht nur senden, er kann auch empfangen. Er enthält einen Quantensensor und er kann dich scannen. Er kann den Raum scannen, deine Tiere, dein Business und kann aufgrund dieser Ergebnisse, die der Heli wahrnimmt im Quantenfeld, Frequenzen schicken, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Das Ziel, das du selber definieren kannst. Und ich bin jetzt hier in der blauen App, die hat 3 Module. Eine Resonanzanalyse kann ich machen, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Ich habe ein Coaching-Modul, was wir selber einsetzen können, um uns zu coachen zu unseren Zielen, was auch immer das sein mag, gesundheitlich, Business, neues Haus finden, neuen Lebenspartner finden. Alles kann man über diese Coaching-App unterstützen, denn noch einmal, alles ist Frequenz und alles kann mit Frequenzen verändert werden. Wir wollen jetzt aber in eine Analyse einsteigen. Und dazu habe ich hier unten in meinem Register eine Möglichkeit, eine Liste anzulegen für meine Klienten, für meine Frequenzempfänger. Und ich habe hier bei neuen Klienten anlegen die Möglichkeit, eine Person, ein Tier, eine Pflanze, ein Unternehmen, ein Gebäude, ein Fahrzeug und auch eine Gruppe anzulegen als Empfänger der Frequenzen. Jetzt habe ich unsere Gruppe schon angelegt und habe das genannt
Erwache in deine Meisterfrequenz und das Ziel, optimale Frequenzerhöhung für alle Teilnehmer und Viewer, die nachher die Aufzeichnung sehen. Und jetzt habe ich meinen Healy eingeschaltet und möchte jetzt das Smartphone-App und Healy sich verbinden. Das geht ganz einfach über Bluetooth. Und dann kann ich eine Aura-Analyse machen von allen Menschen, die jetzt eine Einheit bilden dadurch, dass sie jetzt in diesem Video sind. Und ich bekomme eine bildliche Darstellung hier von den 7 Hauptchakren. Hier unten hätten wir das Wurzelchakra, da das Kronenchakra. Und hier oben habe ich die Möglichkeit, eine Auswertung anzuschauen als Balkendiagramm. Und ihr seht, hier haben wir das Wurzelchakra, hier ist das Kronenchakra und die Balken zeigen uns die Aktivität in diesen 7 Chakren an. Und ich sehe im Moment, das ist eine absolute Momentaufnahme, denn Frequenzen stehen ja nicht still. In 2 Sekunden würde diese Aufnahme wieder anders aussehen. Aber wir können an diesem Beispiel sehr schön sehen, wir alle in der Gruppe könnten im Moment Unterstützung gebrauchen für unser Herzchakra. Das heißt, ich gehe auf eine Detailanalyse nur für das Herzchakra. Halschakra, gell? Sprechen. Hals. Habe ich mich, Entschuldigung, tatsächlich, das ist so klein. Danke, Gerardo. Das Halschakra. Danke, danke, danke. Das gibt natürlich eine ganz andere Richtung. Das Halschakra analysiert der Healy jetzt noch einmal energetisch. Nur das Halschakra. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Themen, die ich vorhin erwähnt habe, die Schichten, die unser Licht, unser Potenzial, unsere Schöpfer- und Meisterkraft möglicherweise noch abdimmen. Diese Themen zeigt mir der Healy jetzt in Worten. Ich kann sie lesen. Ich muss nicht hellsichtig sein. Ich muss kein Schamane sein. Ich kann diese Frequenzanalyse nutzen und kann ganz leicht sehen, was ist bei mir jetzt noch dran? Was liegt auf dem Tisch? Und zwar habe ich aufgrund von Angst vor emotionaler Erpressung, kann die Personen Botschaften der Außenwelt nicht kreativ nutzen. Das ist etwas, was uns wieder einschränkt. Das ist etwas, was wir uns angewöhnt haben, vielleicht durch Verletzungen, vielleicht durch Erwartungen, die schon oft an uns gestellt wurden und wo wir zugemacht haben, wo wir unser Halschakra verschlossen haben und damit auch die Möglichkeit, Unterstützung zu empfangen, die eigentlich förderlich wäre. Da sind wir wie in eine Trotz- oder einfach Abwehrreaktion gegangen. Der Healy sieht das und eben, das ist eine von diesen Schichten, eine von diesen Schleiern, ein Nerv von diesen Schleiern, die unser Licht noch vom Strahlen abhalten. Und der Healy sagt auch, was das Ziel ist. Ich fühle mich sicher und beschützt, sodass ich offen bin für die Botschaften meiner Umwelt, die ich kreativ nutze. Da ist eine Offenheit, da ist eine Weite. Spürst du das? Also dieses Thema würde der Healy jetzt mit Frequenzen unterstützen. Ein zweites Thema, die Person drückt ihr Wesen über die Elternschaft aus. Elternschaft ist ein Teil unseres Lebens. Es kann aber sein, dass es manchmal wie alles dominiert und dass wir andere Bereiche unseres Selbst nicht so leben, dass wir da nicht so viel Energie reingeben. Und die Empfehlung vom Healy ist, ich bringe mein inneres Wesen authentisch zum Ausdruck. Auch wieder eine Erweiterung. Ja? Der Healy hilft uns immer, weiter zu werden, größer zu werden. Und das dritte Thema, was der Healy gefunden hat bei uns, die Person, also wir alle wissen, dass wir uns weigern, ein oder mehrere Themen des Halschakras zu leben. Wir vermeiden etwas. Wir lavieren, sagen wir mal, wir jonglieren so um Dinge herum, statt zu kommunizieren, statt zu sagen, du, wir müssen mal reden, das passt mir nicht, das passt mir ja, ich wünsche mir dies, ich möchte das nicht mehr.
Das haben wir lange Zeit vielleicht zu wenig gemacht und haben uns dadurch eingeschränkt und auch verbogen. Ja, wir sind nicht unser wahres Selbst, wenn wir People-Pleaser sind, wenn wir etwas tun, was andere Menschen hören wollen. Und das Ziel, ich lebe voller Vertrauen die Themen des Halschakras. Das ist jetzt eine Mini-Analyse, mit der ich einfach mal zeigen möchte, wie einfach und doch klar und deutlich der Heli zeigt, was bei uns noch gelöst werden darf. Und dann geht es ganz einfach weiter. Ich klicke auf Aufschwingen und ich kann hier eine Sendedauer auswählen und die ist gerne kurz, denn mit den Frequenzen setzen wir ja Impulse. Es ist wie, als wenn du einen Stein in einen See wirfst. Der Impuls ist kurz und das Schwingen geht dann weiter. Und ich würde jetzt für unsere Gruppe mal 37 Sekunden auswählen und übertrage jetzt die gemessenen Frequenzen, die uns unterstützen, unser Halschakra zu balancieren. Ja, und die Themen, die darin noch feststecken, zu lösen. Das heißt, wir heben unsere Frequenz an, wir strahlen mehr, nicht nur unser Halschakra, sondern wir als Ganzheit strahlen mehr, wir sind mehr authentisch, wir sind mehr selbst und dadurch sind wir in unserer Meisterfrequenz. So einfach ist das. Ja? Das ist also die Aura-Analyse des Heli über die blaue App. Und das ist einfach ein ganz, ganz kleiner Einblick, wenn du den Heli noch nicht kennst. Wir erzählen dir gerne mehr im Detail dazu. Ich möchte jetzt aber noch kurz übergehen zum großen Bruder, der aber jünger ist. Das gibt es nur in der technischen Welt, ein großer Bruder, der jünger ist. Der Heli feiert dieses Jahr seinen 4. Geburtstag. Der ist vor 4 Jahren in die Welt gekommen und der Mac Heli ist noch in seinem 1. Jahr. Er kann aber schon laufen, er kann schon ganz, ganz tolle Sachen machen. Und wie Gerardo gesagt hat, er ist eine perfekte Ergänzung zum Heli. Die beiden bilden eine Sinfonie aus Frequenzen und ich kann damit die Einsatzmöglichkeit von Frequenzen noch erweitern auf den Raum. Ja, und ich zeige dir gerne einmal, was der so drauf hat, der Mac. Und ich teile wieder meinen Bildschirm mit dir. Moment. Freigeben. Den Mac steuere ich über die Rosa-App, die Heli 2-App. Und dafür schalte ich ihn mal an. Und jetzt sagt mir die App schon, mit wem möchtest du arbeiten? Im Moment möchte ich mit dem Mac arbeiten und verbinde. Und du siehst hier verschiedene Überschriften. Es gibt insgesamt 4 Gruppen von Programmen. Die Klassikprogramme, da öffne ich jetzt mal eine Schublade sozusagen. Da kann ich jetzt Frequenzen, die Müdigkeit helfen zu beseitigen, zu balancieren, aussenden. Das sind jetzt eher körperbetonte Programme. Raum, ich habe gesagt, der Mac ist eher für den Raum da, wobei der Raum auch unser Körper sein kann. Also es sind auch Frequenzprogramme für unseren Körper da. Und du wirst gleich noch sehen, es sind auch welche für den Raum um dich herum da. Wir haben da diese Programme. Wir können hier positive Stimmung in den Raum bringen. Es gibt manchmal Treffen mit Businesspartnern, auch mit Familie vielleicht, wo du denkst, ein bisschen positive Stimmung wäre jetzt noch hilfreich. Dann starte einfach den Mac Heli, leg ihn in die Mitte des Tisches oder auch unter den Tisch und bringe Frequenzen für positive Stimmung in den Raum. Zum Meditieren, Klang der Stille, Frequenzen, die dich unterstützen, zur Ruhe zu kommen, zu dir zu kommen. Dann habe ich Atmosphäre-Programme, jetzt kommen wir wirklich zum Raum, Kreativität, Wohlstandsprogramm, auch sehr beliebt. Bring doch mal die Energie von Wohlstand in dein Leben. Bring doch die Energie von Wohlstand in alle Räume, in denen du bist. Oder übertrage die Frequenzen in dein Trinkwasser.
Und alles, was du in dich hineinbringst, alle Frequenzen, die du in dich hineinbringst, ändern ja dein Außen, wie innen, so außen. Ja? Dann kann ich Wasser aktivieren, das habe ich heute Morgen zum Beispiel gemacht. Ich kann Organe unterstützen, ich kann Fasten unterstützen, etc. Und dann haben wir die MacMaken-Programme, das sind pulsierende Magnetfelder, das sind alles im Mac sind Magnetfelder. Und wir haben in den MacMaken-Programmen gleich zwei pulsierende Magnetfelder, die unseren Körper unterstützen für alle möglichen körperlichen Themen. Nach Training, wenn du denkst, oh, ich kriege bestimmt Muskelkater, muss nicht sein. Ich habe da mit dem Mac ganz schön tolle Erfahrungen schon gemacht. Du kannst den Mac auf ein schmerzendes Gelenk legen. Der Mac wird warm. Durch die Magnetfelder, die herauskommen, wird er warm. Und es ist ganz angenehm, dieses warme Gerät auf den Körper aufzulegen. Und er lindert wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit. Hier Rückenbeschwerden und so weiter. Wir sind schon sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit. Und ihr seht, man kann über den Healy und auch über den Mac lange reden. Das Allerbeste wäre aber, du spürst einmal selber, wie er dich unterstützen kann, wie er dein Leben verändert, wie er dich in eine neue Frequenz bringt und wie er dir hilft, immer mehr du selbst zu sein. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte auf deinem Heilungsweg. Wir alle haben immer mal gesundheitliche Themen, da wird der Healy dich optimal unterstützen können. Und ich möchte jetzt noch einmal meinen wunderbaren Gesprächspartnern das Mikrofon geben und dich bitten, Gerardo, hast du noch ein abschließendes Wort, noch irgendetwas, was du teilen möchtest? Gerne, also wir können nicht in einer Stunde, sage ich mal, so und so viele Jahrzehnte reinpacken. Das Wesentliche ist, dass wir uns begegnet sind, dass wir verbunden sind alle miteinander und es obliegt euch, nochmals in den nächsten Schritt zu gehen. Und den Healy und den Mac Healy, dieser Kombinatorik, die weltweit einzigartig ist, wir sprechen auch von einem Unicorn-Produkt, einige haben das ja schon hier, aber es wirklich so zu ergänzen, ins tägliche Leben mit einzubringen. Im Chatverlauf oder bei den Aufzeichnungen unten werden weitere Impulse gegeben, also Webseiten angezeigt, wo man das vertiefen kann. Ja. Also ich empfehle euch einfach, das Thema zu vertiefen. Mache ich auch nochmal für mich selber immer wieder, weil kommen jeden Tag neue Möglichkeiten. Und man muss einfach wissen, im Hintergrund stehen uns ganz viele Informationen zur Verfügung, ganze Akademien, wo man das Ganze nochmal vertiefen kann. Das Wichtigste war, die eigene Beziehung zu sich selber zu vertiefen, um dann die Meisterschaft zu erlangen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Gerardo. Andrea, hast du noch etwas, was du mit uns teilen möchtest? Also grundsätzlich ist alles gesagt und es dient auch, dass wir eben hier eine Community sind, eine Gemeinschaft, die gleich schwingt. Und so ist es nicht nur, dass man dieses Gerät hat und für sich selber anwendet, sondern man hat damit ja auch wirklich im Hintergrund dieses Auffangnetz, wo man sich austauschen kann und immer noch mehr Informationen bekommt. Und wir sind ja da auch als Begleiter und Unterstützer gerne an deiner Seite. Ja, vielen Dank auch an dich, Andrea. Du hast schon das Wort Netzwerk aufgenommen. Der Healy ist im Netzwerk erhältlich, im Network Marketing. Und du kannst uns sehr, sehr gerne anschreiben, Andrea Joho, Gerardo Lempe und mich. Wir geben dir gerne alle Infos, wie du deinen eigenen Healy bekommst. Wir klären vorher natürlich Fragen mit dir und wir nehmen dich gern in unsere Gruppe auf, in unser großartiges internationales Team, sodass auch du in deine Meisterkraft erwachen kannst und das Leben führen, was du dir schon immer gewünscht hast. Du hast immer die Wahl, ob du heute die Neumondenergie nutzt für einen Neustart. Jeder Tag kann ein Neustart sein. Du hast die Wahl und du bist herzlich willkommen. Alles, alles Liebe für heute. Ganz herzlichen Dank, dass ihr live dabei wart. Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner, an Marilu Meyendres, die gute Fee im Hintergrund. Tausend Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles, alles Liebe. Tschüss, eure Kerstin.